und Peter besorgten noch einige Kleinigkeiten und machten sich anschließend auf den Heimweg. Oh, mir wäre viel wohler, wenn Just hier wäre. Weißt du, was Justus vorhat, Peter? Unser Detektivkollege Just bemüht sich, die Geschichte zu lösen. Er ist ein Genie. Die KKG-Bande erlebte zwei bange Stunden. Erst als sie die Telefonzelle verlassen hatte, merkte Gabi, dass sie ihre Puderdose vergessen hatte und es war wirklich nicht leicht, ihr zu erklären, wie alles zusammenhing. Als sie wusste, auf welchem Wege das geschehen war, glaubte sie, alles sei überstanden. Doch da kannte sie die TKKG-Bande schlecht. Also Freunde, ich bin ganz sicher, das ist ein Fall für TKKG. Das meine ich auch. Wir müssen angreifen. Ich habe das Gefühl, dass wir mitten in einem ungewöhnlichen Fall stecken. Schlau, schlau, Klößchen. Die macht sich doch lustig über ihn. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Au, Tarzan! Roten weg. Er hat Gabi angefasst, dieser schmierige Kerl. Ich hab's überlebt, Tarzan. Mensch, du bist stark. Ach, sollten wir nicht doch die Polizei holen? Quatsch nicht. Steig mal eben aufs Dach. Was? Bist du verrückt? Nee, jetzt dampft der Naturdünger. Du willst doch wohl nicht einbrechen. Klar, warum denn nicht? Tarzans Vorschlag löste heftige Diskussionen aus. Vor allem Gabi war dagegen, ungefragt in die Telefonzelle einzudringen. Doch schließlich und endlich ging es darum, zu helfen. Ja, dass ich das übersehen habe. Und so setzte sich Tarzan mit seiner Idee durch. Also dann rein in die gute Stube. Na schön, Klößchen. Gehen wir rein. Da. Okay. Tarzan, Karl und Klößchen warteten noch einige Minuten. Dann gaben sie die Puderdose ab und fuhren wieder stadteinwärts.